Warum machen wir diese experimentellen Rekonstruktionen? Allein von der Basis des Fundes, indem wir also die reine Befundlage, den Fund, das Wrack hernehmen, auf dieser Basis könnten wir wenig feststellen. Erst wenn wir historisch abgesichert und auch in der Befundlage eindeutig diese Rekonstruktion bis zu Ende durchführen, können wir uns Fragestellungen leisten, die ansonsten nicht möglich wären. Dazu gehört, dass wir zum Beispiel die Leistungsspektren eines solchen Bootes herausfinden können. Wie hat sich das Boot verhalten im Wasser? Wie verhält es sich, wenn wir es mit dem Hauptantriebsmittel Ruderriemen in Betrieb nehmen? Und wie verhält es sich, wenn wir unter Segel fahren? Was konkret knüpfen sich an Experimenten, wenn wir eine solche Rekonstruktion erstellt haben? Also wir können die beiden jetzt erhaltenen und jetzt rekonstruierten Boote gegeneinander testen, und zwar mit verschiedenen Riemen. Wir rekonstruieren verschiedene Riemen, die zwar hier in dem Fall nicht erhalten geblieben sind, aber eben aus parallelen Befunden eben halt ergänzt werden können auf verschiedener Länge. Also wie viel Vortrieb erlangen wir mit Riemen mit 4,10 Meter oder 4,70 Meter oder anderen Riemen. Oder wir testen die beiden Boote gegeneinander unter Segel. Und da verfahren wir eigentlich analog. Wir wissen nicht, wie groß das Segel war. Wir wissen nicht, welches Segel hier existiert hat bei beiden Booten. So ist also unsere Aufgabe, dass wir die drei bekannten Hauptsegeltypen der Antike bei beiden Booten testen und auch testen, welches Segel bei den verschiedenen Bootstypen am besten passt. Die drei Segeltypen sind das am weitesten verbreitete Rahsegel, das von Backbord nach Steuerbord reicht, also quer zum Kiel gespannt wird und gehisst wird. Das dem heutigen normalen Segelboot am ähnlichsten sich erstreckende Spritsegel, das längs vom Mast aus entlang des Kiels sich erstreckt. Und das sogenannte Lateinersegel, das am seltensten belegt ist, also entgegen dem Namen, das dieses Segel trägt. Wir haben eigentlich die gute Belegquote erst ab der Spätantike, ab byzantinische Zeit. Manche sagen sogar, es käme aus dem arabischen Raum. Aber wir haben auch einige Belege für diese Art von Segel schon ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, wenn auch selten. Die Pioniere des Bootsbaus, des römischen Bootsbaus, sind im Grunde die Regensburger gewesen. Also kurz nach der Jahrtausendwende sind die eigentlich von der Grundidee ausgegangen, bemerkenswerterweise, dass sie eigentlich in römischer Rüstung über die Alpen marschieren wollten. Um dafür aber genug Geld zu akquirieren, haben sie sich der Idee verschrieben, ein römisches Boot nachzubauen. Also nach den Befunden in Mainz, nach der damaligen geltenden Forscherlehre von Höckmann, dieses Boot nachzubauen. Dass sich das nachher umgekehrt hat, dass sozusagen dann nachher das Mittel zum eigentlichen Zweck wurde, war damals noch nicht abzusehen. Ja, also die Idee, die ist jetzt fast 20 Jahre alt. Das war 2002 im Sommer und eigentlich war es eine Schnapsidee, zusammen mit einem Kollegen. Ich hatte über die Navis Lusoria schon einiges erfahren und auch über die Mainzer Funde und hatte gleichzeitig eine Dissertation geschrieben über die Classis Germanica und damals ein Problem in Bezug auf römische Flotten, auch am Niederrhein, damit, dass es keine Erfahrungswerte gibt über Schnelligkeit, Wendigkeit, Einsatzmöglichkeiten. Und weil wir ja keinen Bau haben, der ins Wasser gelassen worden ist und wo dann eine Gruppe sich mal dran gemacht hat, rein praktisch auszuprobieren, wie das Ganze unter Strömung, unter den besonderen Gegebenheiten läuft. Ja, und dann kam diese Idee auf und wir haben Sponsoren gefunden und diesen Bau dann realisiert innerhalb eines Jahres bis 2004. Und haben dann diese Navis Lusoria auf der Basis der Pläne, die uns Olaf Höckmann aus Mainz zur Verfügung gestellt hat, die hat er damals entworfen, weil er war ja auch der Ausgräber dort bei dem Befund bei den Hilton Hotels. Und nach diesem Plan haben wir dann dieses Boot gebaut und die Planversion sah halt vor, ein Schiff von 21,4 beziehungsweise wenn man noch das Zierholz mitzieht, 21,7 Meter Länge. Und das ist dann bei uns in Regensburg weitgehend so realisiert worden, wie er es haben wollte. Und diese neue Version ist ja dann erst in den Jahren darauf publiziert worden, dass das Schiff auch kürzer sein kann. Das war für uns also erst einmal noch gar nicht so das wissenschaftliche Problem, weil der Dr. Höckmann hatte ja damals auch dieses Schiff untersucht und dann diesen Befund entwickelt. Wir haben uns natürlich auch seine Befundbücher angesehen und aus dem Befund konnte man sehen, dass er beim Ausgraben, als diese Reste dann dort noch
im Morastlagen darauf gekommen ist, dass das Boot etwa 19, 20 Meter sein müsste, wenn man also so einen Linienriss zieht. Und somit fanden wir diesen Entwurf eigentlich auch ganz okay. Und auch diese Maßführungsidee, die er dann entwickelt hatte, die ja auch durchaus verbreitet war im rheinischen Schiffsbau in der damaligen Zeit, und die Römer haben sich da etwas auch abgeschaut, die fanden wir eigentlich auch überzeugend. Und so ist halt unser Schiff dann auf 21,4 Meter ausgebaut worden und zu Wasser gelassen worden. Und wir waren da eigentlich dann sehr zufrieden damit und haben dann unsere Fahrten gemacht, unsere Fahrt nach Budapest damit gemacht. Es hat sich als sehr solider und sehr flotter Schiffsbau erwiesen. Er hat also eine gute Geschwindigkeit. Und das Alter des Schiffes, es ist ja jetzt 19 Jahre alt und läuft ja auch unter hohem Stress jedes Jahr immer wieder, zeigt, dass es eigentlich ein gelungener Entwurf gewesen ist, den wir da nachgebaut haben. Aus unserer Warte ist also dieses neue Boot etwas robuster gebaut. Es ist kürzer, es wird wahrscheinlich etwas mehr aushalten, es wird wahrscheinlich auf die Länge gesehen etwas schwerer zu rudern sein als die Navis Flusoria, weil es doch mit weniger Leuten ausgestattet ist. Auf der anderen Seite meine ich, wenn man in der Lage ist und es ist Platz im Boot, das Segel gut einzusetzen und dann Unterstützung durch Segel auch noch hat und dann sich auf den Weg macht, dann wird man wahrscheinlich auch genauso schnell unterwegs sein. Also ich kann eigentlich Herrn Greyer dazu gratulieren, dass er das hier auch als Bau umgesetzt hat. Das passt und ich finde es gut, dass man das auch so abgleichen und vergleichen kann, und wünsche ihm viel Glück mit der ganzen Geschichte. Ja, nach dem Fund in Mainz hat ja der Professor Bocchius alle Einzelteile aufgenommen. Daraus hat er dann eine Skizze vorgegeben, wie er sich das Unterwasserschiff vorstellt und auch die Ergänzung zum Überwasserbereich. Und wir haben dann seine Konstruktionszeichnung, die er daraus erdacht hat, genommen. Wir mussten sie ein bisschen glatter und gerade zeichnen. Die Wrackteile selber ergeben ja keine Linien, die man nachbauen kann. Um ein fahrbares Schiff zu bekommen, haben wir die durch ein Programm gejagt einmal und dann gerade zeichnen lassen. Aus dem Programm kommt dann auch ein 1:1-Plot für die Modellspanten und für die Bauzeichnung raus. Also 1:1 heißt der Spannenriss und die Spantenabstände und ein paar Details zu den Stäben, Vor- und Achterstäben. Und daraus habe ich dann die 1:10 Bauzeichnung gemacht und die 1:1 Maltspanten für den Neubau genutzt. Also eigentlich sind es Vorgaben von der Wissenschaft, aus denen wir dann ein baubares Boot selber mit modernen Programmen zeichnen. Kann man auch mit einem Bleistift machen, aber das Schöne ist, dass man aus diesem Programm heraus einfach diese 1:1 Plots, die sind dann sehr exakt, bekommt. Wichtige Erkenntnisse aus diesen Rekonstruktionsbauten waren zunächst einmal, dass man erfahren hat, wie wichtig es ist, welchem Drehbuch man folgt. Die erste Rekonstruktion eines römischen Patrouillenbootes auf der Basis der Mainzer Boote war ja die Rekonstruktion von Höckmann, die sich ja später als falsch herausgestellt hat. Das war eine wichtige Erkenntnis, die man sich auch erst erobern musste. Jetzt sind wir im Wesentlichen der Rekonstruktion von Bocchius gefolgt, haben natürlich auch selbst ergänzend und in Absprache mit Bocchius eigene Neuerungen eingeführt, also indem wir zum Beispiel den Bootskörper etwas angepasst haben, wie man ihn sozusagen idealerweise heute bauen würde. Die Erkenntnisse beziehen sich nicht nur auf den engeren wissenschaftlichen Betrieb. Wir haben auch sehr viele positive Resonanz erfahren hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, das rege Interesse bei den Tests etwa unter den verschiedenen Riemenlängen, den verschiedenen Segeln, die rege Resonanz etwa bei den Freiwilligen, den Schulklassen jeden Alters, aber auch Kindergärten konnten für den Bau begeistert werden, indem sie jeweils sinnvolle Dinge für den Bootsbau beigetragen haben. Etwa Kinder zum Beispiel im Kindergartenalter haben das Hanf gedreht, was nachher als Kalfatmaterial zwischen die Planken getrieben worden ist. Also es war keine Beschäftigungstherapie derjenigen Personengruppen, die hier herangekommen sind, sondern jede Altersklasse, jede Berufsgruppe, jede soziale Einheit konnte hier angesprochen werden. Sie musste noch nicht mal unbedingt etwas mit der römischen Vergangenheit direkt verbinden, sondern einfach auch der Spaß an handwerklicher, praktischer Tätigkeit. Und es macht nicht nur eine Freude, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen anzusprechen, einen großen Personenkreis, sondern man lernt auch selbst viel dazu. Man findet sich unter anderem jetzt bei der Bewerbung des Projektes auch in einem Schaufenster wieder, indem man dann dort Werbeplakate ausstellt und unter Anweisung eines Freiwilligen die Plakate richtig drapiert.
Es geht darum, was wir an aktuellen Schiffsfunden, Ausrüstungsgegenständen und so weiter aus der Antike haben und wo wir mit Bilddarstellung arbeiten müssen und wo wir gar keine Vorbilder haben, sondern wissen, dass es gegeben hat und man irgendwie sehen muss, wie man das ergänzt. Jetzt hier auf das konkrete Wrack bezogen. Also das Wrack aus Mainz ist ja ein Ruderschiff, wie man an den Dollen sieht. Es hat aber auch eine Mastspur, also da eine rechteckige Aussparung an der Spanten unten im Kiel. Das heißt, da war auch ein Mast drauf. Und zum Mast gehört natürlich auch ein Segel. Von dem Segel ist aber nichts gefunden worden, sodass wir allgemein auf bildliche Darstellungen angewiesen sind. Normal, das häufigste Darstellung und die weit verbreitetsten, ist ein sogenanntes Rahsegel. Das ist also ein viereckiges Segel, kennen Sie vielleicht von der Gorch Fock oder anderen Großseglern, wo oben eine Stange ist, an der das Segel festgemacht ist. Dann hängt das Segel vor dem Mast runter, ist auf jeder Seite mit einer Schot befestigt, mit dem man das Segel unter Kontrolle bringen kann. In der Antike war auch noch eine besondere Sache, dass es da ja so eine Art Vorhang gab, dass nämlich ganz viele Leinen auf der Vorderseite waren, die durch Ringe gezogen werden, mit denen man das Segel zur Ra hochziehen konnte, um es zu bergen. Was war also neu, was wir hier an der Rekonstruktion vorgenommen haben? Wir sind im Vergleich zu den Vorgängerversuchen erst einmal von dem Drehbuch Höckmanns abgewichen, sind demjenigen Bocius haben uns dem zugewandt. Aber nicht nur das, wir haben auch in Absprache mit Bocius einen neuen Linienplan entworfen, der eine Art Kompromiss bildet zwischen der antiken Befundlage, die sich verformt hat, und den 2000 Jahren Lagerung unter den Sedimenten und den Bedürfnissen des modernen Boots. Wir haben also einen neuen Linienriss entworfen und haben danach das Boot hier gebaut. Wir haben unterschiedliche Steuer gebaut und werden die testen, unterschiedliche Riemenlängen, natürlich alle historisch angebunden, nicht so wie bei den Vorgängerbauten. Um das ganz deutlich zu sagen, die Schnelligkeit des Bootes hängt natürlich ganz gewaltig davon ab, wie man die Riemen an den Dollen aufhängt, und wir haben die historische verlässliche Art der Aufhängung gewählt. Wir haben die unterschiedlichen Segel konstruiert. Und alles sozusagen in dem Sinne vergleichbar und überprüfbar rekonstruiert, dass sie jeweils gleich an den unterschiedlichen Bootstypen angebracht die Leistungsfähigkeit der Boote vergleichbar machen. Also es sind ja Ruderschiffe, das merkt man auch am Rumpfquerschnitt, der eben so unten relativ rund ist und keinen Kiel hat, wie das so reine Segelschiffe haben. Wir wissen auch, wie hoch die Anzahl der Ruderer ist, weil die Ruderbänke sich erhalten haben. Teilweise hat sich auch die Bordwand noch erhalten, sodass man oben gesehen hat, dass da halbrunde Holzer auf der Bordwand waren mit einem einzelnen Flock, der da reingesteckt war und der die Ruder gehalten hat. Also nicht wie heute, wo das Gabeln sind oder feste Sachen. Und die Ruder haben wahrscheinlich vor dem Flock gesessen und wurden dann mit einem Taustrop, also einem Tauwucht, festgebunden um den Flock rum, sodass sie da gelagert waren. Ruder sind natürlich ganz wichtig, weil das das Hauptantriebsmittel ist. Und da haben wir ein wahnsinniges Problem. Wir kennen zwar ein paar bildliche Darstellungen, die sind aber alle so schlecht, dass man damit keine Längen abmessen kann und keine Proportionen darstellen kann. Und es gibt lediglich aus Falkenburg in Holland Funde von Rudern. Aber das sind alles nur Fragmente. Oft genug hat man also nur einen unteren Teil oder nur einen oberen Teil. Und da kann man kaum entscheiden, was war jetzt ein Paddel, was war jetzt ein Starken, also mit dem man gestarkt hat. Und was war tatsächlich ein Ruder, sodass man hier auf ethnologische, volkskundliche Parallelen angewiesen ist, wie Ruder ausgesehen haben können. Jetzt hatte ich ja schon erwähnt, dass diese Tests für den verschiedenen Segel gemacht werden sollen. Da geht es natürlich darauf, mit welchem Segel kann das Boot schneller fahren, bei welchen Windrichtungen, welchen Windgeschwindigkeiten und bei welchen lässt es sich besser manövrieren. Und da haben ja schon erste Fahrten stattgefunden mit dem älteren Boot, also dem Nachbau von Oberstimmen, Erlangen gezimmert worden ist vor 4 Jahren. Und dabei nur das Spritsegel, also das viereckige Segel, das hinterm Mast steht, und das Rahsegel miteinander verglichen worden. Und dabei hat sich gezeigt, dass das Rahsegel bei den Winden, der direkt von hinten kommt, eine bessere Geschwindigkeit erreicht wird und auch relativ leicht zu handhaben ist. Während bei dem Spritsegel sind die Leistungen, wenn das Boot mit halbem Wind oder noch höher am Wind segelt, besser. Der Nachteil ist natürlich, dass die Handhabung, also wie man das Segel schnell bergen kann, schwieriger ist als bei einem Rahsegel. So einmalig die Wracks sind, die wir hier rekonstruieren, zu ganzen Booten wieder erstehen lassen, das Manchinger Boot oder die Mainzer Boote, sie existieren dann doch nur höchstens bis zum Dollbord, also bis zum Bordrand. Dollbord deswegen, da sind die Dollstifte, daran werden die Riemen angehängt. Alles, was sozusagen drüber liegt, also Mast, Takelage, Segel, die Riemen selbst, die Ruder selbst, all das müssen wir
rekonstruieren. Und wie verfahren wir da? Wir nehmen das aus parallelen Funden. Idealfall wäre, wenn man es schon nicht am Boot selbst findet, dass wir ein zeitgleiches Exemplar dafür verwenden können, am besten noch für die Binnenschifffahrt an demselben Ort. Das könnte ja zufälligerweise sein. Diesen Gefallen tut uns leider die Überlieferung nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass wir ungefähr 95% der antiken Überlieferung nicht mehr erhalten ist. Und deswegen müssen wir andere Hilfsmittel zur Hilfe nehmen. Einmal der materielle Befund an anderen Orten, möglichst nah an derselben Zeit, oder Gemälde oder Reliefs oder literarische Überlieferung. Und da gehen wir dann im Prinzip vor, dass wir den Riemen zum Beispiel im Nydamoor, also eigentlich germanischer Kontext in Dänemark, dass wir die dortigen Befunde hernehmen und sagen, sind Riemen von der Länge so und so erhalten, und wir können dann mit dem Material, was dort erhalten ist, hier versuchen, diese Riemen anzuwenden. Das ist natürlich nur eine Hypothese, wenn auch eine sehr gut verifizierbare, sehr naheliegende Hypothese. Schöner wäre, wenn wir jetzt Riemen auch im römischen Bereich noch erhalten hätten. Und in der Tat, am Niederrhein gibt es auch solche Befunde, die aber nicht so vollständig erhalten sind, sodass wir sozusagen den einen Befund mit dem anderen Befund zueinander ergänzen müssen, um dann hier verschiedene Riemenlänge zu rekonstruieren. Wenn wir beim Beispiel der Riemen bleiben, dann ist natürlich vorstellbar, dass bei diesen Booten noch ganz andere Riemen besser gewesen wären. Da kommen uns dann die Strömungswissenschaftler und die digitalen Grafiker, mit denen wir zusammenarbeiten, zur Hilfe. Die simulieren dann auf der Basis der Tests 1:1, die wir jetzt gemacht haben, andere Riemenlängen und simulieren dann, was würde dann noch den Vortrieb optimieren. Und dann könnten wir dann im nächsten Gang die jeweiligen Riemen dann ergänzen. Würden wir das Ganze auf die Segel übertragen, also ist das sogar noch komplexer. Ich mache nur ein Beispiel. Das Rahsegel, was am häufigsten überliefert ist. Wer sagt uns, dass das Rahsegel 5x5 ist? Wir haben es aber so rekonstruiert, 5x5, also 5 Meter hoch, 5 Meter breit. Kann es nicht vielleicht auch nur 23 Quadratmeter groß gewesen sein? Oder noch anders. Wir müssen das also testen. So viel Geld haben wir leider nicht, dass wir jetzt jede Version durchtesten können. Also wir nehmen für das Rahsegel nach den sozusagen Regeln der traditionellen Seefahrt ein Segel für diese Bootsgröße her, nehmen einmal den modernen Stoff Duradon, testen dagegen das in der Antike genutzte Leinen und stellen die Unterschiede fest. Dann kommen wieder unsere digitalen Grafiker und die Strömungswissenschaftler, simulieren auf der Basis der erstellten Tests 1:1 an ihren Computern optimierte Segelgrößen und Segelstoffe. Und dann könnten wir im Nachgang noch einmal das für diesen speziellen Bootstyp ideale Segel rekonstruieren. Das ist natürlich ein immenser Prozess, der wird nicht innerhalb eines Jahres, auch nicht innerhalb einer Projektlaufzeit durchführbar sein. Aber so und nur so kommen wir zu Ergebnissen, die wir allein auf der Befundlage, allein wenn Sie jetzt zum Beispiel in Mainz diese Wracks sich anschauen, kommen Sie nicht zu diesen Antworten, die dann möglich sind, wenn wir dies 1:1 durchgetestet und dann im Nachgang optimiert hätten. Hergestellt habe ich die Segel ursprünglich aus einem Material, was in der letzten Zeit entwickelt wurde für die traditionelle Schifffahrt. Ist ein Kunststoffgewebe, hat aber im Prinzip die gleichen heutzutage schlechten Eigenschaften, indem es sich dehnt und auf ganz spezielle, nur traditionelle Art verarbeitet werden kann. Jetzt haben wir die zweite Serie gemacht aus einem Leinenstoff, aus Flachs, wie er früher auch sehr viel verwendet wurde. Und jetzt wurde ja ein zweites Schiff gebaut, was dann die gleichen Segel hat, einmal in Duradon, einmal in Leinen, und die sollen dann gegeneinander getestet werden. Und daran arbeiten wir gerade. Dieses Schiff steht hier in der Halle, das wird jetzt auch demnächst fertiggestellt. Ja, bei den historischen Segeln, die zeichnen sich durch spezielle Handarbeit aus. Wie ich eben schon gesagt habe, da haben die Tuche ein sehr hohes Dehnungsverhalten, was irgendwie gebannt werden muss. Das hat man mit einem Tau gemacht.
welches an den Segelkanten, an den Liken angenäht wurde, mit Handschuh. Und mit diesem Tau, mit diesem Liktau, wurde auch tatsächlich die endgültige Form des Segels festgelegt. Die Größe und auch die Bauchigkeit des Segels, weil ein Segel kann nur funktionieren, wenn es eine gewisse Form hat, eine gewisse Wölbung, weil es ja ähnlich funktioniert wie ein Flugzeug. So, ein Segel schiebt ja das Boot nicht durch die Gegend, sondern es wird ja nach vorne gesogen. Und das funktioniert eben nur, wenn es eine gewisse Form hat. Und die erreicht man halt durch diese handgenähten Liken, die formgebend sind. Die Beschläge, die man zur Segelführung braucht, sind größtenteils auch aus Tauwerk hergestellt, sind da eingespleist oder eingeknotet. Und sämtliche Sachen, die auch kaputt können, können dadurch auch mit Bordmitteln eigentlich wiederhergestellt werden. Es wurden gedrehte Seile verwendet, so ähnlich wie dieses. Das ist jetzt ein dreischäftiges, wie es sie schon vor mindestens 3000 Jahren gegeben hat. Die wurden natürlich aus verschiedensten Materialien auch hergestellt. Auch Baumwolle, Lein, daher kommt übrigens der Begriff Leine, Flachs, Kokos, Manila. Es wurden wahrscheinlich auch Tierhaare früher verwendet, das weiß man nicht so genau. Wolle wurde auch verwendet. Aber diese Materialien sind natürlich nicht besonders haltbar. Und deshalb sind die auch alle nachbehandelt worden mit Wachs oder Wurzelteer oder mit Baumsäften oder einfach nur mit Harzen. Auch regional bedingt. An einigen Stellen mussten wir von dem historischen Bestand abweichen, um Nutzungssicherheit für die Gegenwart zu garantieren. Wir sind ja nicht Römer von vor 2000 Jahren, die als Soldaten sich verdungen haben und damit auch mit der Gefahr zu leben hatten, dass sie eben halt auch sterben. Dafür wurden sie bezahlt. Das ist nicht der Fall. Die modernen Nutzer sollen ein Gewehr haben, dass sie das Boot länger, als es in der römischen Zeit konzipiert war, auch eben nutzen können und ohne Gefahr nutzen können. Um das zu gewährleisten, haben wir auch mit Schrauben gearbeitet, damit in den unterschiedlichen Bauphasen das Holz, die Planken an den Stellen, in denen sie dann arretiert wurden, dann noch trocknen können, bevor sie dann, wenn die Schrauben dann rausgebracht worden sind, wieder vor dann die Planken mit Nägeln dann endgültig befestigt werden. Oder wir werden auch am Ende noch einen Loskiel, also noch einen zusätzlichen Kiel anbauen, damit das Boot für die vielen Male, in denen es verkrant werden muss, am Ende einer Saison, zur Überprüfung, zum Transport, auch sicher in seinem Bestand ist, also dass das Material, was zwischen den Planken ist, das Kalfat nicht herausbricht, dass das Boot nicht zusammenbricht überhaupt. Dafür sind dann die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Loskiel, angebracht. Bei dem Bau der Danovina Alacris haben wir natürlich durch die Erfahrungen der Vorgängerbauten profitiert. Einmal natürlich die Schiffe, die wir zuvor oder die unsere Vorgänger gebaut haben in Mainz und in Germersheim oder in Hamburg, die uns ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Aber auch wir konnten durch die eigenen Erfahrungen beim Bau der Feliciana Alexandrina Navis einiges für den Bau der Danovina Alacris gewinnen. Ich nenne nur den Pilzbefall. Der gemeine Zaunblättling, der die Kiefernplanken zu 30% etwa zerstört hat. Dass sowas passiert, müssen wir vermeiden. Und wir haben natürlich da auch mit modernen Mitteln jetzt beim Neubau der Danovina Alacris hier versucht, das Holzmaterial abzukonservieren, damit sich solche Schäden nicht nochmal wiederholen. Wir haben allerdings den Vorteil, dass die Danovina Alacris ganz aus Eiche gebaut, daher auch schwerer, etwas unhandlicher ist, aber durch die der Eiche eigene Säure etwas widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Schädlingsbefall ist. Man könnte meinen, ein Boot zu bauen befreit einem, oder das geschafft zu haben, befreit einem vor etlichen Sorgen. Diese Illusion hat sich schnell als Trugschluss erwiesen. Holzboote generell sind ja eine Dauerbeschäftigung. Aber man muss sich eben bewusst sein, dass diese Boote, die Sie hier sehen, für römische Verhältnisse 0815 Boote gewesen sind. Einmal in Masse gebaut, dann wenige Jahre genutzt und dann auch schon weggeschmissen. Das gilt für das Oberstimmer Boot, das wir nachgebaut haben. Das wissen wir anhand der Eichenchronologie. Das ist vielleicht 5 Jahre in Nutzung gewesen. Die Nutzungsspuren sind ganz gering. Dann ist dieses Boot von den Römern selbst aufgelassen worden und als zusätzliche Befestigung eine Hafenmole verbaut worden in das Flussbett.
Dass es uns ähnlich gehen würde, hätten wir nie erwartet. Denn am Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres 2021, haben wir entdeckt, dass im Boot Pilze austrieben, Pilzfruchtaustrieb. Und schnell kam das Ergebnis, dass wir einen Zaunblättling im Kiefernholz, also Kieferholz ist ja die Planke, im Kiefernholz war, der, weil, also der Pilz, der sich gut ernährt hat, dann austrieb, weil er längst keine Nahrung mehr im Kiefernholz vorgefunden hat. Das heißt mit anderen Worten, dass das Kiefernholz an der Stelle, wo die Frucht austrieb, wertlos war. Also das Boot instabil geworden ist. Der Pilz, Zaunblättling, frisst das Weichholz weg. Und das, was übrig bleibt, das Hartholz, das kann man hier, glaube ich, gut sehen, ist morsch, nicht mehr stabil. Außen ist das Boot völlig in Ordnung, sieht weiterhin sexy aus. Die Bemalung stimmt, alles stimmt, nur ist es nicht gebrauchbar. Das hat uns natürlich sehr aufgeschreckt. 30% der Planken mussten wir ersetzen. Das Boot hatte nachher mehr Lücken als Planke. Nun haben wir es geschafft, bis zum 1. Oktober das Boot so fertig zu bekommen. Jetzt haben wir den 1. November bald, ne? Also Monate ist das her. Und das Boot ist auch schon wieder gefahren. Also es läuft wieder. Aber ganz sicher können wir nicht sein, dass nicht irgendwo im Kiefernholz noch Myzele stecken, die irgendwann austreiben und wir dann weiterhin damit beschäftigt sind. Dieses Problem, und das ist das wissenschaftlich Interessante, wird es auch bei den Römern gegeben haben. Ja, also der Pilz hat existiert, es ist ja dasselbe Kiefernholz verbaut worden, was wir auch verbaut haben. Wir werden also die gleichen Probleme gehabt haben wie die Römer. Ich bin allerdings zu den Originalen in Oberstimmen, in Manching, im Museum gegangen. Und in der Tat haben die Planken dieselben, zum Teil, nicht überall, gleich dieselben Symptome vorgewiesen, sodass wir hieraus, so traurig die Tatsache war, dass der Pilz das Boot befallen hat, eine wissenschaftliche neue Erkenntnis daraus ziehen können und jetzt prüfen können, inwiefern vielleicht diese Hölzer in Oberstimmen, unser Original, ebenfalls von einem Pilz befallen gewesen sind und deswegen dann auch von den Römern aufgelassen wurden. Etwas, was man bislang nicht eruieren konnte, allein eben durch die empirische Archäologie.